Und das nächste am Wort, Douglas Heuers-Trautmannsdorf, Sportsprecher der NEOS. Herr Bundeskanzler, Herr Minister und werte Damen und Herren von Volksanwaltschaft und Rechnungshof. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich auch auf der Galerie und vor den Fernsehschirmen. Die Frau Kollegin Steger hat vorher gesprochen von einer Wende im Sportbudget. Ich finde das ein bisschen übertrieben. In der Sportpolitik ist ein Unterschied zur Sport. Auf jeden Fall im Budget sehe ich die Wende nicht. Das Budget ist im Endeffekt eine Fortschreibung von allem, was bisher da war. Da ändert sich relativ wenig aus meiner Sicht. Und insbesondere, wenn Sie haben es auch angesprochen, Frau Kollegin, das Glücksspielgesetz, wenn wir uns das anschauen, dass da in § 20 seit Jahren nichts passiert ist und auch hier im Budget noch nichts geschehen ist. Also Sie hätten hier ja schon die Mehreinnahmen, die dem Finanzminister entstehen, die eigentlich Ihnen teilweise zustehen würden, in irgendeiner Form abbilden können und eigentlich auch müssen. Weil wenn man Mehreinnahmen hat und Sie sagen ja, Sie kämpfen dafür und wollen die auch bekommen, dann sollte man die auch irgendwo abbilden. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass das Thema Sportförderung generell einmal neu zu überdenken ist. Ich finde auch sehr positiv, dass Sie, Herr Vizekanzler, da einige Schritte schon unternehmen beziehungsweise sagen, dass Sie da einiges tun wollen, weil wir momentan die Situation haben, dass die Fördermittel einfach nicht dort ankommen, wo sie hingehören und wo sie hin sollen. Wir haben zum Beispiel das Beispiel, Sie haben gerade eine Anfragebeantwortung uns zurückgegeben, zum Thema Frauen im Sport. Wir haben uns da näher damit beschäftigt, wie viele Frauen gibt es im Sport, insbesondere in den Sportverbänden, und wo sind die in Vorständen auch gelagert? Weil das ja ein Ziel war der alten Bundesregierung und des Sportministers oder der Sportminister immer quer durch, da einen gewissen Standard zu erreichen. Ziel war 2018 40% zu haben. Wir sind im Jahr 2016, Ende 2016, bundesweit über alle Sportverbände bei 16%. Das ist ein gravierender Unterschied und da sieht man, dass die Sportförderungen, die da hineingegangen sind, nicht dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen, die wir uns selber stecken. Ganz konkretes Beispiel, schauen wir uns an den Handballverein beispielsweise. Im Handballverein haben wir eine Förderung im Jahr 2014 von 60.000 Euro gehabt. 60.000 Euro heuer aktuell und die ganze Zeit bis seitdem keine einzige Frau im Vorstand. Und das ist natürlich ein Symbol, was nicht sehr positiv ist und was uns zu denken gibt, dass die Förderung dort nicht ankommt, wo wir wollen, dass sie hingeht. Das heißt, für uns stellt sich die Frage, wohin fließt dieses Geld teilweise auch, weil das nicht ganz nachvollziehbar ist, ob diese Projekte wirklich gemacht werden und dass wir endlich eine Reform brauchen der Sportförderung, die uns frei von den Parteiclustern und Strukturen der Parteien macht und endlich dorthin bringt, nämlich dass der einzelne Sportler am Ende etwas davon bekommt und das nicht im System verloren geht. Abschließend möchte ich noch den Entschließungsantrag der Gerald Lohrer Kolleginnen und Kollegen einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, die Angleichung des Dienstrechts für öffentliche Bedienstete in beide Richtungen vorzunehmen, sodass nicht nur Schlechtergestellungen, sondern auch Besserstellungen des öffentlichen Dienstes gegenüber dem privaten Arbeitsrecht beseitigt werden. Dankeschön. Das neue Sportbudget sei keine Wende, sondern nur eine Fortführung, so Douglas Heuers-Trautmannsdorf, Sportsprecher der NEOS. Er spricht sich für ein Neudenken der Sportförderung aus, denn derzeit würden diese Mittel nicht dort landen, wo sie sollten.